Die englische Zeitung The Guardian bezeichnet ihn als Europas größtes Talent. Ottmar Hitzfeld hat ihn zu den Profis befördert. Toni Kroos, Technik, Tempo, Tore. Seine größte Stärke ist, dass er keine Schwäche hat. Freier Eintritt in Leverkusen, die Arena voll besetzt. 22.500 Zuschauer. Und ihr Kommen war nicht umsonst. Denn von Anfang an ging's zur Sache. Die Bayern in Weiß mit Dominik Rohacker. Und das ist Thomas Müller. Das 0:1, die 10. Minute. Der FC Bayern versucht dem Gegner sofort klarzumachen, dass für ihn hier heute nichts zu holen ist. Ein herausragender Pass von Rohacker und Thomas Müller lässt sich in voller Dynamik dann nicht mehr aufhalten. In der Münchner Mannschaft 5 Spieler, die noch zur Schule gehen. Der Rest konzentriert sich nur auf Fußball. Und das sah gut aus, was die Bayern zu bieten hatten. Yilmaz mit der nächsten Möglichkeit. Leverkusen ließ offensiv Eigeninitiative vermissen und kam defensiv nicht zur Ruhe. Freistoß Toni Kroos. Die 25. Minute, die erste Aktion von Toni Kroos. Bezeichnenderweise eine Standardsituation, denn ansonsten hatte er es schwer, hatte oft gleich 2 Gegenspieler. Bayern mit 8 Jugendnationalspielern im Kader präsentierte erst kurz vor der Pause ein produktives Miteinander. Risse und dann Naki gegen Kraft. Zulässig die Gelegenheit verschwendet. Leverkusens Coach Thomas Hörster, sein letzter Einsatz als Trainer heute. Er wird Spielbeobachter für Bayern, reist übermorgen schon nach Südamerika. Die zweite Hälfte, den Auftakt machen die Bayern, macht Toni Kroos. Doch auch das noch nicht sehr einfallsreich von Kroos. Weil Leverkusen nun aber mehr nach vorne unternehmen musste, bekam Kroos jetzt seine Freiheiten. Und jetzt zeigt er seine Qualitäten. Gut geöffnet für Müller. Und das ist die Chance für Yilmaz. 62. Minute. Die Partie insgesamt auf hohem Niveau und in hohem Tempo geführt. Thomas Müller, einer von vielen, die wegen Krämpfen behandelt werden mussten. Insgesamt aber wirkten die Münchner nun langsam müder. Leverkusen mit Schmidt und mit Oczipka. Und das ist der Ausgleich. Die 78. Minute, das 1:1. Ein energischer Angriff bringt die Bayern in Verlegenheit. Bastian Oczipka, der Linksverteidiger mit seinem schwächeren rechten Fuß, er verzögert und verwirrt dadurch den Gegner. Die Schlussphase, noch 3 Minuten zu absolvieren. Bei Unentschieden ginge es in die Verlängerung. Der eingewechselte Alexander Hettich. Doch das ist nicht das 2:1, das ist nicht die Entscheidung. Denn Bundesliga-Schiedsrichter Michael Kempter gibt den Treffer nicht wegen angeblichem Stürmerfoul. Das allerdings ist eine Fehlentscheidung. Bayer benachteiligt. Die 90. Minute. Die Gäste ließen sich vorne nochmal blicken. Allen voran Stefan Ries. Besser als 4 Leverkusener. Ries. Beide Mannschaften waren ganz nah dran, doch es blieb in der regulären Spielzeit beim 1:1. Die Konsequenz: Verlängerung. Bayerns Trainer Kurt Niedermeier, seine Spieler sollen lernen, auch in kritischen Situationen allein Entscheidungen zu treffen. Doch den Gästen fehlte es jetzt immer mehr an Kraft. Leverkusen wirkte dagegen viel elanvoller. Risse. Und das ist wieder Hettich. Die 97. Minute. Dieser Treffer zählte. Bayers Willensstärke ermöglicht das 2:1. Der Torschütze Alexander Hettich rückt zur kommenden Saison in Leverkusens zweite Profimannschaft auf. In seinem letzten Jugendspiel gelingt ihm ein perfekter Dropkick. Und dem hatte der FC Bayern nichts mehr entgegenzusetzen. Leverkusen gewinnt nach Verlängerung und durch das Tor von Alexander Hettich mit 2:1. Es ist einfach nur unglaublich, was heute passiert ist. Ich glaube, diesen Tag werde ich in meinem Leben nie vergessen. Ich bin einfach nur überglücklich. Mir fehlen die Worte. Toni Kroos muss auf seinen ersten Titel noch warten. Dagegen wird Bayer Leverkusen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister der A-Junioren.